So, willkommen zu einer weiteren Folge Dead Cells. Wir kriegen immer 6000 Gold und als Anfangs-Item eine Fackel. Und eine Frostexplosion. Das heißt, wir können sie einfrosten und dann mit der Fackel draufhauen. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das rostige Schwert nicht stattdessen holen möchte. Denn zu eurer Information, wenn man das möchte, kann man sich dann hier tatsächlich die Standardwaffen holen, wenn man mit dem Gefundenen nicht zufrieden ist. Aber andererseits sind die. Ist der Grundschaden von dem rostigen Schwert fast genauso wie bei der Fackel, deswegen bleiben wir einfach jetzt bei der Fackel. Halt, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Nein, nein, böse. Ah! Das war ein Fehler! Soll ich nicht mit meinem Essen spielen? Hatte ich oben noch irgendwas vergessen? Keine Ahnung. Das Problem ist, das Feuer taut die tatsächlich instant wieder auf. Aber es hat sich ja gerade erübrigt. Die ist zwar auch nicht unbedingt gut. Und das macht fast noch weniger Schaden. Was zum Teufel? Warum das denn? Ja. Ich weiß nicht, ich bin mit den Schilden irgendwie. Vielleicht ist ein Riesenfehler, dass ich die nie benutze. Aber ich finde die echt scheiße. Ja! Ja, damit. Direkt mal Waffenschaden. Das haben wir in der letzten Runde einfach gar nicht bekommen. Was an sich schon mal echt dreist ist. So. Ja! Und immerhin Stufe 2. Noch irgendwas mitnehmen? Mach dich unsichtbar, nachdem du 5 Sekunden lang nicht angegriffen wurdest, weil du unsichtbar bist, verursacht und dein nächster Angriff. Könnte mir noch die normale Granate mitnehmen. Ach komm. Hä? Egal. Das heißt, wir müssen jetzt unsichtbar werden, theoretisch, ne? Hallo? Danke. Jetzt machen wir 150 Schaden, wenn wir mit von hinten treffen, machen wir noch mehr Schaden. Ist das nicht unendlich cool? Oh. Noch nicht so ganz optimal. Södala. Oh, hi. Einmal hier hoch. Mal mitnehmen. Das ist eine Einmalheilung, die einen ziemlich schnell hochpusht. Und einem gleichzeitig auch noch ein bisschen mehr Stärke gibt. Ich überlege gerade, warum haben wir eigentlich nicht gesehen, wo mein freigeschaltetes Gebiet ist? Ja, wir haben das ja beim letzten Mal diese Ebene hier nicht so komplett erkundet, kann das sein? Hier oben ist nichts, oder? Nee. Ist hier was? Nein. So, hohoho. Halt, da müssen wir noch runter. Oder auch nicht. Das Herz da sorgt dafür, dass man einen Tod einfach mal überlebt. Allerdings zählt das nicht für Flüche, was mich etwas enttäuscht hat. Hab das Ding, was das erste Mal, als ich dann das dann, also besser gesagt, als ich das zweite Mal gesehen habe, weil beim ersten Mal hat es ja keinen Sinn. Im Moment, Feuergranate. So viel zu der. Ja, sieht doch nett aus. Oh! Mensch, wenn das so weitergeht, können wir echt das Hardcore-Level mal probieren. Aber die Sache ist, ich bin, wie gesagt, ziemlich raus. Von daher. Oh. Das Breitschwert. Ey, lass es doch nicht einfach so fallen. Hallo? Hör auf, so rumzuglitschen. Und mal gucken, wo wir hier hinkommen. Wahrscheinlich genau dahin. Oder? Jo, hier steht's. Vorsicht! Verwende diese Abkürzung nur, wenn du ausreichend vorbereitet bist. Du wurdest hiermit gewarnt. Birgt das Risiko eines vorzeitigen Todes und das stimmt. Das Ossuarium, genau so hieß die Gegend. Wir werden es uns einfach mal angucken. Das wird so wahrscheinlich eine sehr kurze Folge übrigens. Aber naja, das ist ja nicht weiter dramatisch. Dann guckt halt die nächste an. Wie komme ich da hin? Da unten. Hey, alles klar bei dir? So. Hä?
Wir gehen am besten kurz rein, dann kann man sich jetzt in Ruhe angucken. Nein. Das Breitschwert ist wirklich eigentlich ziemlich kacke. Ehrlich gesagt. Wir brauchen uns jetzt auch nicht beeilen. Das Ossuarium haben wir eh Probleme genug. Im Gegenteil, wir sollten uns hier alles angucken und alles mitnehmen, was geht. Was geht? So. Entsprechend gehen wir einfach jeden Weg, den wir finden. Auch wenn der hier auch gleich zu Ende sein wird, weil das hier auch wieder nur zu einem weiteren Gebiet führt. Ja, wir machen ganz gut Schaden. Tür geöffnet in der Richtung. Dankeschön. Halt. So. Aua. Dieses auf sehr engem Raum zu rollen, das macht auch Spaß. Okay, hier ist nichts mehr. Die giftige Kanalisation. Viel Spaß damit. Eine Fackel, ein gieriger Schild. Ich überlege gerade, ich glaube, das Herz, das zählte als Kette. Was macht unsere jetzige Kette hier nochmal? Das ist mit dem Unsichtbarwerden, ne? Wo haben wir es denn da unten links? Wir werden das Ossuarium eh nicht schaffen. Also wirklich, wir werden es nicht schaffen. Vor allem, wenn ich aufnehme, bin ich noch unkonzentrierter. Und das ist scheißen schwer. Also ich bin da bisher immer nur vorwärts gekommen, wenn ich irgendwelche Sachen hatte, die ich einfach nach vorne werfen konnte und die dann für mich kämpfen gelassen habe. Eben wie im vorletzten Part, glaube ich, erwähnt, der Geschützturm. Der ist da echt cool für. Aber alles andere kann man vergessen. Feuergranate ist auch noch ganz cool. Aber zum Beispiel mein Assassinendolch kann man da ziemlich in der Pfeife rauchen. Warum bin ich hier nochmal lang gegangen? Oh. Schön, danke. Tja, eh nichts wirklich Interessantes dabei. Aber naja, freut euch schon mal auf noch 2 Minuten ungefähr. Nein, ich werde vorsichtig vorgehen, aber das sagt auch nicht immer, dass man... Ganz vergessen, dass es hier so schön aussah, so lebensbejahend. Da denkt man auch sofort, ach, hier baue ich ein Haus, gründe eine Familie und, vor einer Minute verschlossen. Ich sollte echt mal probieren, was dahinter ist. Oh. Das geht ja gut los. Normalerweise stehen die hier immer auf irgendwelchen Plattformen, sodass man sie relativ gut fertig machen kann. Habe ich schon erwähnt, dass der Assassinendolch in Kombination mit Eis extrem gut ist? Ich glaube nicht. Aber er ist es. Aber das hilft einem bei vielen Gegnern irgendwann nicht mehr. Ach, man kann hier richtig schön trollen, die Gegner damit. Will ich hier sein? Ich weiß es noch nicht. Es hängt davon ab, was mir von der Seite entgegenkommt. Die sind recht scheiße, weil man sie nicht von hinten angreifen darf und ich das machen muss. Deswegen hätte ich sie eigentlich von vorne angreifen sollen, trotz allem. Wo komme ich hier hin? Hoffe ich das auch da oben? Sehr schön. Und dich nehme ich auf jeden Fall mit, das heißt aber, ich werde jetzt die Spritze einsetzen. Einfach aus dem Grund, dass es, wie gesagt, das Item, mit dem man hier relativ gut vorwärts kommt. Funktioniert das hier durch? Nein. Kurz warten. Viel Spaß damit. Oh, ich muss ein bisschen in der Nähe sein. Das hatte ich vergessen. Hä? Nein. Hi, Kumpels. Alles klar? Natürlich ein bisschen uncool.
das denn da oben? Ah, warte mal. Ach, scheiße. Guck nicht so doof. Ja. Ich wollte übrigens gerade rollen, aber irgendwie ist er an der Kante hängen geblieben. Ja gut, dann war es mit dieser Folge der Zelt. Das war kein Witz. Wir sehen uns bei der nächsten wieder. Bis dann. Ciao.